Ja gut, hallo allerseits. In meinem Screencast für diese Woche habe ich mich dazu entschlossen, euch DIGO ein bisschen zu präsentieren, zumindest in den grundsätzlichen Fähigkeiten dieses Programms. Es handelt sich um ein Online-Bookmarking-Tool, in dem man oder mit Hilfe dessen man im Online-Rechercheprozess noch innerhalb des Browsers ganz gezielt Textpassagen, zum Beispiel mit Markierungen versehen kann oder aber auch mit Kommentaren oder kleinen Notizen, die man dann direkt in die Webseite implementieren kann und für sich selbst abspeichern kann. Das zeige ich euch gleich. Wenn man DIGO zum ersten Mal benutzt, ist es so wie bei fast allem ja auch, dass man einen Account anlegen muss. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Ich melde mich mal eben an und bin dann auch ruckzuck drin. Das sieht erstmal unspektakulär aus. Das Ganze bietet aber eigentlich eine Menge Möglichkeiten, um wirklich gut in der Online-Recherche zu arbeiten. Bei der Erstnutzung wurde mir vorgeschlagen, eine Toolbar zu installieren. Das habe ich dann zwecks der Präsentation auch mal gemacht. Die kann man sich anzeigen lassen oder auch nicht wahlweise. Das ist ganz gut. Dann nervt es einen nicht, falls man es mal nicht braucht. Hier habe ich sie jetzt eingeschaltet und hier sieht man alle möglichen Tools, mit denen man bei DIGO arbeiten kann. Ich befinde mich hier. Das ist die gesamte Seite in meiner persönlichen Bücherei von DIGO. Da ist jetzt gerade noch nichts drin. Das werden wir aber gleich ändern. In meinem Fall, in meinem Lernprojekt, geht es darum, dass ich zusammen in einer Gruppenarbeit ein Projekt realisieren muss. Und zwar werden wir im November einen Kurzfilmabend realisieren und also durch bis dahin planen und an dem Abend auch durchführen. Und im Rahmen dessen ist es natürlich auch durchaus wichtig, viele Online-Recherchen durchzuführen zum Thema Kurzfilm, besonders auch natürlich zu den Filmen, die wir dort zeigen werden und auch zu den zu und über die Filmemacher und Filmemacherinnen, die dort präsent sein werden innerhalb unseres Programms. Ich habe jetzt mal als Beispiel, um innerhalb der Arbeit meines Lernprojekts zu bleiben, ein Interview mit Jennifer Reeder genommen. Das ist eine Kurzfilmmacherin, eine Produzentin und Regisseurin, die schon seit den 90er Jahren aktiv ist und deren Filme auch bei unserem Programm auf jeden Fall eine Rolle spielen werden. Und anhand von ihr kann man gleich sehr gut feststellen, dass man, also nicht von ihr, sondern aufgrund der Seite, kann man gut feststellen, dass man durchaus praktisch mit DIGO arbeiten kann. Durch die Tools, die mir hier angezeigt werden, kann ich beispielsweise mit Farbmarkierungen arbeiten und gewisse Dinge hervorheben. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Blau und kann dann einfach, wie ich möchte, eigentlich in diesem Text Markierungen einfügen, die auch als solche abgespeichert werden. Das kann ich hier blau einfärben, das kann ich hier. Ich kann auch die Farbe währenddessen wechseln und hier beispielsweise was in Grün einfärben und so natürlich ganz gezielt nach meinem Belieben Highlights setzen. Ich kann darüber hinaus Kommentare setzen, die wirklich auch abgespeichert werden in meiner Bücherei, wenn ich nachher auf die bearbeitete Seite wieder darauf zurückgreifen möchte. Ich schreibe jetzt einfach mal irgendwas hier rein. Und wenn ich auf OK klicke, ist das auch innerhalb meiner Bücherei so abgespeichert. Es gibt verschiedene Arten von Kommentaren. Beispielsweise kann ich hier auch Floating Sticky Notes, also ganz kurze Notizen einfügen, die man hier sehen kann. Oh, sie sind verschwunden. Mache ich nochmal eine hinein. Auch hier schreibe ich mal etwas rein. So, ihren Namen. Und diese Notiz ist dann hier gepostet. Ich kann sie auch an die Stelle verschieben, wie es mir gerade passt, wo es im Text Sinn ergibt. Das könnte eben überall sein. Und so kann man eben alle möglichen verschiedenen Arten. Da muss man sich so ein bisschen selbst reinfuchsen, reinfinden. Hier ist zum Beispiel die Capture-Option auch recht interessant. Man kann eine bestimmte Area auf der Seite auswählen, die dann als solche hervorgehoben bzw. ausgeschnitten und in der Bücherei abgespeichert wird. Ich nehme mal hier als Beispiel die Überschrift. Auch hier kann ich entscheiden, wie das Ganze bearbeitet oder markiert werden soll. Wenn ich das jetzt hier einfach auch farblich gesehen nehme, einfärbe und als solche Area abspeichere, dann ist das Ganze gecaptured worden und wird sich dann nachher auch in meiner Library, auf die ich übrigens auch immer hier sind sowieso alle wichtigen Dinge, die mit DIGO zu tun haben, aufgeführt. Hier kann ich auf meine Library zugreifen. Das mache ich jetzt mal. Wenn ich hier raufgehe, dann sehen wir die Seite, die wir ganz am Anfang hatten, bei der mittlerweile aber jetzt etwas Inhalt vorhanden ist. Das ist alles das, was ich gerade verändert habe. Also hier beispielsweise schon in der Farbe der jeweiligen Markierung von vorhin, das, was ich da markiert habe. Ich hatte ja zweimal blau und einmal grün. Und das ist eben das, was ich gerade ausgeschnitten habe. Wenn ich es anklicke, wird es mir genau hier so wieder angezeigt.
Digo bietet also bei einer aktiven Online-Recherche eine ganze Menge, ohne dass man irgendwelche Dinge erstmal pro forma downloaden muss oder in Word integrieren muss, um dann innerhalb eines Word-Programmes irgendeine Form von Bearbeitung vorzunehmen. Es handelt sich also insgesamt um etwas, was definitiv zeitliche Vorteile bringt, wenn man viel online recherchieren muss. Und ich wage mal zu behaupten, dass in der aktuellen Zeit, und das wird in der Zukunft immer größer werden, der Punkt Online-Recherche bei Hausarbeiten und bei sämtlichen studentischen Aktivitäten ziemlich, ziemlich wichtig ist und auch immer wichtiger werden wird. Und deswegen ist das eine wirklich tolle Sache, wo ich auch sagen muss, ich habe davon schon mal gelesen vorher, ich habe aber selbst noch nie Kontakt zu DIGO oder anderen ähnlichen Diensten gehabt. Ich bin positiv begeistert und glaube auch, dass mir das bei der einen oder anderen Sache in der Zukunft durchaus helfen wird und dass ich mir auch angewöhnen werde, damit stärker zu arbeiten. Falls ihr also auch Bock habt, ein bisschen mit DIGO zu arbeiten und einzelne Tools, wie gesagt, hier in der Toolbar aufgelistet kennenzulernen, macht das, es lohnt sich auf jeden Fall. Das war soweit erstmal von mir. Dicken Dank fürs Zugucken und noch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Online-Seminar. Haut rein!